Ja, hallo liebe Weinfreunde, willkommen mal wieder zu Werner Vino. Heute gibt's ein Weingut, haben wir schon mal probiert, nämlich das Weingut Gigerich aus Großwallstadt, das ist in Kurfranken, da Richtung Aschaffenburg die Ecke, Buntsandsteingebiet. Da haben wir schon mal, wenn ich mich nicht ganz täusche, Spätburgunder und Frühburgunder probiert. Aber wir stehen da noch, also da steht noch was aus, nämlich die Weißweine. Da habe ich nämlich auch noch zwei rausgesucht für die Folge heute. Und ja, nochmal zusammenfassend zum Weingut kann man sagen, ja, das Weingut Gigerich ist hier auf jeden Fall ein Familienbetrieb, wo die ganze Familie mitmacht. Der Klaus Gigerich und sein Sohn Kilian sind da auf jeden Fall für die Weinproduktion verantwortlich. Und ja, der zweite Sohn, der Philipp, der unterstützt natürlich auch, und natürlich die Helga, die ich auch schon persönlich kennengelernt habe. Die unterstützt natürlich mehr im, jetzt hier mehr im logistischen Bereich, würde ich mal sagen. So auf Messen ist sie auch immer anwesend. Da freue ich mich auch, sie demnächst Ende Januar mal wieder in Würzburg zu sehen und zu treffen. Wird sicher eine sehr schön, eine schöne Veranstaltung hier in Würzburg. Aber kommen wir mal zum Wein. Zwei Weine heute. Weißwein, beide aus Großwallstadt, Ortswein. Sind eigentlich auch alle vom Großwallstädter Lützeltaler Berg. Wir haben hier alte Reben Silvaner. 30 Jahre alte Reben, Jahrgang 2017 übrigens. Buntsandstein Silvaner. Haben wir noch gar nicht so viel hier getestet. Die meisten sind dann doch Muschel, Kalk oder Keuper. Aber hier Buntsandstein Silvaner. Riecht schon anders. Riecht schon anders, aber ja. Ja, also der Silvaner kommt hier richtig schön durch. Eigentlich auf eine ganz andere Art und Weise. Bisschen gelbfrüchtiger, finde ich. Das ist hier die Marke. Richtig kraftvoller Silvaner. Guter Speisebegleiter, würde ich sagen. Guter Fleischbegleiter, würde ich sogar sagen. Also wirklich schönes Kalb, schönes Schwein. Geflügel geht auch, aber da würde ich ihn eher sehen: Schwein, Kalb in schönen Sahnesoßen und so weiter. Boah, lecker, lecker. Also richtig schön. Auch zum fränkischen Hochzeitsessen. Auch sehr empfehlenswert hier. Also der verträgt wirklich gehaltvolles Essen, also auch ein bisschen, da darf ein bisschen Sahne im Spiel sein und nicht das Ausweichprodukt, diese Kochsahne, sondern so richtig, richtig schöne Sahne, also richtig schön. Ach. Sehr kräftig. Barock würde ich ihn nicht nennen. Nee, nee, nee. Also ich würde sagen, schon relativ moderner Silvaner. Der vom Alkohol nicht so gering ist, also 13%. Man merkt vom Alkohol auch nicht so viel, weil sehr viel Extrakt rauskommt. Also diese alten Reben, die können das einfach sehr schön den Boden hier widerspiegeln, der Buntsandstein schön wiedergegeben. Das ist schon was anderes als Muschelkalk oder Keuper. Das merkt man einfach. Das nimmt einfach mal so drei
drei fränkische Terroirs, Silvaner von drei fränkischen Terroirs und probiert die mal, das wäre sehr interessant. Aber was? Also nicht floral, sondern eher so kräutrig. Leichte Kräuteraromen sind dabei, aber eher so wirklich dieses fruchtige, ein bisschen Honig, bisschen reifes Obst, aber richtig schön, richtig schön. Silvaner lässt schon mal sehr, also mich positiv aufhorchen, ja, also das ist eine schöne Sache. Zweites, der Großwallstädter Chardonnay, Kirchenstück, Jahrgang 2017 auch. Chardonnay, mit Sicherheit eine Rebsorte, Burgunderrebsorte, die auf dem Buntsandstein sehr schön wachsen kann. Ja, Chardonnay, merkt man einfach. Trinke ich gern, rieche ich gern. Ich gehöre ja nicht zu dieser Fraktion Anything But Chardonnay. Ich trinke den gern, und zwar häufig. Er kommt nicht so oft hier vor, aber ich trinke wirklich gerne und auch mal ein Glas mehr. Also ist kein Chardonnay, der jetzt hier so USA-mäßig rüberkommt. Wir haben nicht diese ewige Holznote, dieses Vanillige, dieses Fette, das viele Chardonnay-Trinker gerne mögen. Manche auch eigentlich nicht mögen. Also ich bin da so mal so, mal so. Heute hier eher ein, also nicht so fetter. Er hat aber ein bisschen Holz gesehen, aber leicht, also wirklich schön eingebunden. Also so unterstützend für den Chardonnay. Ich finde, so ein Chardonnay kann durchaus ein bisschen Barrique brauchen. Ist aber wunderschön eingegliedert hier das Holz. Der taugt mir echt. Also Kirchenstück, wahrscheinlich auch das beste Stück hier im Lützeltaler Berg, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Sind beide richtig schöne. Das, beim zweiten hier, beim Chardonnay, kommt der einfach so richtig schön durch, der Chardonnay. Nicht zu fett, schön relativ schlank. Viele sagen ja immer burgundisch und so weiter. Ich sag, das ist fränkischer Chardonnay. Gut, der ist einfach gut. Ihm fehlt so noch, wenn wir jetzt unsere Skala so betrachten, ihm fehlt noch der Sprung in die First Class, weil das sehe ich, also ich sehe ihn jetzt nicht so im mit so dem, was ich so gerne noch als Chardonnay trinke, also ich sehe ihn jetzt nicht auf einer Stufe mit Meursault. Aber er kratzt schon von unten so ein bisschen ran und ist halt vom Preis-Leistungs-Verhältnis ja, schon ein bisschen preiswerter als ein Meursault. Und ich sag jetzt einfach mal,
beide hier bei 15 Euro. Das ist jetzt echt ein Wort. Also wir sprechen hier von zwei wirklich hochwertigen Weißweinen vom Buntsandstein. Und die sind beide echt top. Die gefallen mir beide echt gut. Feiner Chardonnay. Also, dann muss ich mir mal überlegen, wo ich den punktemäßig ansetze. Also, ich würde ihn dem Chardonnay würde ich jetzt doch die 16 Punkte geben, weil er einfach ein sehr schönes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Und die Upper Class spiegelt er meiner Meinung nach sehr gut wider. 16 Punkte. Gutes Ergebnis hier. Der Chardonnay. Für das Geld super. 15 Euro. Da habt ihr echt viel Spaß im Glas. Wir gehen nochmal kurz zum Silvaner. Handwerklich ein sehr schöner Silvaner. Ich finde jetzt, wenn man jetzt hier von den Weinen her ein Ranking hat, ist auf jeden Fall der Chardonnay hier auf meinem ersten Platz heute Abend. Den Silvaner würde ich ein kleines bisschen weiter hinten sehen. Den würde ich dann wirklich so ja, also er ist auf jeden Fall in ein überdurchschnittlicher Wein, der wirklich viel Spaß macht. Aber ich würde ihn jetzt eher so bei den 14 Punkten sehen. Also zwei Punkte hinter dem Chardonnay ist hier der Silvaner. Dennoch hier ein Top-Ergebnis für die beiden Weine. Also wirklich Kompliment, macht Spaß. Wobei der Chardonnay mir heute ein bisschen mehr Spaß macht. Ja, Silvaner nicht schlecht. Schön, schöner Buntsandstein-Silvaner. Gute Qualität, alte Reben. Sehr empfehlenswert. Chardonnay noch eine Spur mehr empfehlenswerter, meiner Meinung nach. Weil es einfach gerade mein Geschmack ist. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, wir konnten euch das Weingut Gigerich ein bisschen näher bringen. Ich hoffe, ihr teilt uns mal eure Meinung da und eure Erfahrungen dazu mit. Und nicht vergessen, oben anklicken bei YouTube, abonnieren, den Kanal abonnieren, ja, damit ihr sofort immer mit allen Infos sofort versorgt werdet. Bis dahin, trinkt's mehr Franken, trinkt's auch mal was Burgundriges, nicht nur Silvaner. Ihr dürft natürlich auch Silvaner trinken, aber Burgunder darf auch mal sein. In diesem Sinne, macht's gut, Servus, Baba, bis denn, ciao.